naja, zu einem weiteren ganz kleinen Infovideo. Und zwar hat sich gestern der Scheduler umgeändert. Also wer auf dem Twitch geguckt hat, hat es schon gesehen. Und zwar wurde dort der Scheduler für die ganze, also Montag bis Sonntag, nochmal bearbeitet. Und das würde ich jetzt mal durchgehen. Also der Scheduler beginnt ab Dienstag. Ja, wir sagen mal so ab Mittwoch. Das heißt, Montag eine Folge, also ein Video auf meinem YouTube-Kanal. Es kann auch sein, dass halt mehrere kommen, aber auf jeden Fall eins kommt dort. Dienstag nochmal ein Video auf meinen YouTube-Kanal. Das heißt, auch dort können wieder mehrere Videos kommen. Wer bei Twitch nicht weiß, wo mein YouTube ist, ich glaube, da ist sogar ein Panel, der heißt YouTube. Dort einfach raufklicken, kommt man zu meinem Kanal. So, dann am Mittwoch ist ein Stream von 11.30 Uhr oder 11.40 Uhr bis 13 Uhr. Also ganz minimal. Ich bin am Überlegen, ob morgen Abend ein Stream kommt. Muss ich gucken, ob es geht, sonst Mittwoch. Mittwoch ist frei, das heißt, ich würde mal denken, dort wird auch kein Stream kommen, nur schon mal so für die. Also vermutlich dann auch erst ab Wochenende. So, dann Donnerstag eine Folge oder ein Video auch auf meinem YouTube-Kanal. Es können auch dort wieder mehrere kommen. Ja, dann Freitag Stream, ein Stream von 18.30 Uhr bis 22 Uhr. Könnte auch manchmal früher losgehen oder auch später. Und dann aktualisiere ich halt die Zeit, so wie die Stimmung gerade ist. Vielleicht geht es dann vielleicht so bis 24 Uhr, vielleicht auch bis 23 Uhr. Das kommt halt drauf an, wie die Stimmung gerade im Stream ist. So, denn Samstag auch ein Stream ab 18.30 Uhr bis 22 Uhr oder auch schon 18 Uhr geht's los. Auch dort gucke ich wieder, wenn die Stimmung, es geht manchmal vielleicht auch früher los, vielleicht auch manchmal später, wenn die Stimmung gut ist im Stream. Vielleicht auch bis 23, 24 Uhr, sonst, ne, wie gesagt, es kommt halt auf die Stimmung drauf an. So, denn Sonntag. Sonntag ist frei, dort kommt gar nichts. Und dann, wie immer, Achtung, es kann sich alles ändern. Bitte immer beachten. Also jetzt nochmal. Also ihr seht, derzeit jetzt immer auf meinem YouTube-Kanal kommen derzeit immer nur von den Streams so eine Runde immer rausgeschnitten. Das mache ich einfach aus dem Grund. Jetzt ist das neue Headset und damit das Mikrofon bestellt. Das kommt Dienstag, also morgen. Deswegen habe ich jetzt keinen Bock mehr mit diesem Mikrofon jetzt aufzunehmen. Das mache ich jetzt natürlich jetzt nochmal hier für dieses Infovideo. Das heißt, deswegen kommt vermutlich jetzt morgen auch nochmal ein kleiner Schnitt aus einem Stream. Und dann mal gucken, ob vielleicht schon morgen da noch ein Stream kommt. Aber dann immer gucken. Das werde ich dann auf meinem Twitch-Panel aktualisieren. Also für die, die jetzt immer noch nicht wissen, es muss nicht morgen sein. Ich denke, dass morgen ein Stream kommt. Morgen auf jeden Fall mal ein Ausschnitt aus einem Stream, eine Runde, oder wenn das Mikrofon und Headset schon sehr früh kommen, dann vielleicht auch schon eine Runde mit dem neuen Mikrofon. Sonst halt ein Ausschnitt. Aber ich hoffe deswegen auch, dass Dienstag gleich ein Stream kommt. Das ist einfach gut. Einfach so, dass ja, dass es gut ist, dann mit dem neuen Zoom mal zu testen. Ja, außerdem erfahrt ihr auch immer was auf meinem Discord, deswegen am besten auf meinen Discord gehen. Falls sich mal wirklich ganz normal was ändert, wo ich vielleicht gerade nicht zu Hause bin, falls es doch irgendwas mit dem Stream irgendwie doch kein Stream, dann schreibe ich es mir auf mein Handy. Deswegen am besten immer auf meinen Discord gehen, ist immer verlinkt, genauso wie der Twitch-Kanal, das ist jetzt auch immer in der Videobeschreibung verlinkt, weil manche denken vielleicht, es wäre wirklich cool, wenn ihr mir dabei hilft, Twitch, also das Twitch-Shirt hier in DVD zu bekommen für Mac. Das wäre ziemlich cool, das sieht nämlich auch ziemlich nice aus. Das wäre ziemlich cool von euch, wenn ihr mir dort helfen würdet. Ja, sonst bedanke ich mich fürs Zuschauen. Vergisst ein Abo und Like, Kommentar nicht. Darüber würde ich mich sehr freuen. Und auch wenn ihr neu seid auf mein Twitch, dort könnt ihr auch einen Follower hinterlassen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao!